Wir möchten nicht nur Künstler, die man aus dem Fernsehen kennt, bei uns engagieren, sondern wir möchten ja vor allen Dingen auch unsere Basis, unser Fundament da haben. Und das ist nun mal der Nachwuchs. Und ich glaube, das ist für jeden Verein, wir sind ein Verein, und auch für eine Kleingroßbühne immens wichtig, dass eben Nachwuchskünstler da sind. Wir möchten den Jugendlichen bei uns eine Bühne geben, wo sie sich hinstellen können und können ihr Talent einfach mal der Öffentlichkeit zeigen. Wir würden halt sagen, dass der Jungkünstler sein Talent, das er hat, einfach mal aufnimmt, auf seine Handykamera ein kleines Filmchen macht und das dann an uns sendet. Das geht über Facebook oder über unsere Internetseite www.kleinkunstbrilla.de und dann noch eine kleine Beschreibung dazu, wo er her ist, was er so macht, vielleicht noch ein Bildchen dazu, dass man ihn mal sieht. Und ja, wie gesagt, das an uns senden und das bitte bis zum 30. September diesen Jahres. Das große Finale findet dann am 23.11. diesen Jahres statt und das ist dann so, also eine Vorjury, also eine Jury wird eine Vorauswahl treffen und wir laden dann so 10 bis 12 Jungkünstler ein zum Finale. Also der Sieger wird 500 € erhalten und jeder Finalteilnehmer bekommt von uns noch 25 € Taschengeld.